Beispiel ist der Bundeswehrsoldat, den wir gerade gehört haben, der macht Weltfrieden, der hilft dabei, ganz aktiv. Und das machen wir natürlich auch mit unseren Bundespolizeibeamtinnen und Beamten in der Welt. Das tun wir. Genau. Insofern tun wir das selbstverständlich und helfen insbesondere den Staaten auch ihre eigene Polizei rechtsstaatlich aufzustellen, weiterzuentwickeln. Ich werde oft gefragt, warum schicken wir Polizei nach Tunesien oder in andere Staaten? Ja, weil wir dort aktiv helfen, dass es eine rechtsstaatliche, bürgerfreundliche, bürgernahe Polizei wird. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ich zu verantworten habe. Und ja, ich bin auch sicher, dass meine Kollegin Annalena Baerbock ihr Bestes tut, um für den Weltfrieden mit anderen Staaten in der Verständigung einzutreten. Ganz wichtiges Thema. Zusatz? Sie haben gelacht, ich mache das nicht für jetzt, ne? Ich mache das für später, für in 100 oder 200 Jahren, dass die das sehen, dass wir gelacht haben. Bitte Leute, also es funktioniert so nicht. Ich weiß die EU und sowas, die EU reicht dann gar nicht. Sie wollen die EU als vierten Player aufbauen, die in China, die wenn Sie Ihr Anliegen in eine Frage kleiden, können wir Ihnen weiterhelfen. Bitte ernst machen, so richtig ernst. Machen wir. So richtig ernst. Ja. Also ich glaube, wir haben schon bewiesen, dass insbesondere die Weltfriedensfragen für uns natürlich sehr ernst sind. Nicht umsonst haben wir im letzten Jahr, als der furchtbare Angriff Putins in der Ukraine gestartet ist, uns sehr aktiv um die Ukraine gekümmert, tun das auch weiterhin, unterstützen, wo wir nur können und unterstützen natürlich auch sehr aktiv in anderen Ländern. Und was der Bundeskanzler sehr gut macht, ist, dass er sich Verbündete sucht in aller Welt, die demokratische Staaten sind, wie zum Beispiel Japan, wie Australien. Das ist für einen Weltfriedensverbund total entscheidend und Sie haben vollkommen recht, sehr ernstes Thema und wir kümmern uns auch sehr ernsthaft darum. Entschuldigung, Sie haben... Das ist sehr wichtig, haben Sie recht, ja.